Ja, hallo zusammen. Heute wieder mit Sarri unterwegs und wer Lust hat, kann mitkommen. Und heute geht's in die Pulsbachklamm. Das liegt wieder am Rhein in der Nähe von St. Goarshausen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich begleiten. Ansonsten ausschalten. Ja, wie gesagt, hier das ist der Pulsbach. Und diesem Bach folgen wir jetzt. Durch die vielen Regenfälle der letzten Zeit ist hier auch die Unterführung ganz überflutet und alles voll Geröll. Und dann wollen wir mal gucken, was uns heute erwartet. Ihr seht, ist hier jetzt der Einstieg von der Klamm. Das ist so ein Trampelpfad. Und ich will euch mal hier ein bisschen die Gegend zeigen. Hier ist auch nochmal das Kesters, da befinden wir uns. Hier gibt es auch genügend Übernachtungsmöglichkeiten, wenn man von weiter weg kommt. Das liegt direkt am Rhein. Und hier oben geht es zur Pulsbachklamm. Wunderschön idyllisch gelegen und vor allen Dingen bei diesen Temperaturen, die wir heute haben, ist das sehr angenehm kühl hier. Also ich glaube, hier geht nicht oft einer her. Hier ist alles ziemlich zugewuchert und zugewachsen. Aber wirklich ein idyllisches Fleckchen Erde. Also das ist wirklich wie im Urwald hier. Wenn ihr mal in der Nähe seid von St. Goarshausen bei Kesters, dann müsst ihr die Tour mal machen. Die ist unmittelbar hinter Kesters. Geht es links in eine Unterführung rein und da ist die Pulsbachklamm. Gegenüber ist direkt so ein Parkplatz mit so einem Mittelrhein-Kulturerbedenkmal. Kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Schaut mal, der Weg hier ist wirklich fast total zugewachsen. Ich habe noch meine Hängematte dabei. Da will ich nachher mal gucken, ob man die irgendwo aufspannen können. Aber hier ist wirklich richtiger Dschungel. Schauen wir mal, was alles noch kommt. Und hier unten ist die Klamm. Also der Pulsbach. Seht ihr? Thank you.
Ja, hier haben wir jetzt wieder so einen alpinen Steig. Also ich liebe diese Wege, ja, hier mit so kleinen Trampelpfaden. Ganz idyllisch. Hier geht es direkt den Berg hoch, wie ihr seht. Und hier unten fließt der Pulsbach. Und hier der Pfad, gehen wir weiter hoch. Hier haben wir mal wieder ein Hindernis. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rheinsteig in Richtung St. Goarshausen und ich suche mir jetzt noch, Mensch, was eine Aussicht, suche mir jetzt noch ein schönes Plätzchen, wo ich rasten kann. Hier gehen wir durch so Krüppeleichenwald her. Da unten ist der Rhein. Also kann ich nur empfehlen, der Rheinsteig, auch eine ganz tolle Tour. Hier ist eine Bank und schaut euch mal das Panorama an. Hallo, ich habe jetzt meinen Lagerplatz gefunden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen chillen und meine Tour ist hiermit auch zu Ende. Ich werde gleich wieder zurück ans Auto gehen. Und wenn euch die Tour gefallen hat, gebt mir doch ein Abo und einen Daumen hoch. Kommentare sind erwünscht. Und ich muss sagen, diese Hängematte für um die 25 Euro. Sehr bequem. Man kann hier auch noch rumdrehen, dann ist dann Moskitonetz noch drin, das man abspannen kann und mit einem Reißverschluss aufmachen kann. Also top Sache. Dann bis zum nächsten Video. Euer Zari Survival. Macht's gut.